Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Heute haben wir Freitag, es ist nicht mehr viel, noch ein paar Stündchen. Und dann sind wir im Wochenende. Und das Wetter macht auch wieder mit, zumindest bei mir, ich hoffe, bei euch auch. Ja, das ist die Tagesbotschaft. Wie ihr weißt, Kollektivmeldung. Das bedeutet, es kann passen, nur eine Thema oder auch gar keine oder auch alle. Ne? Bitte reflektieren. Überlegen überhaupt, ob das ist jetzt gerade in eurem Leben präsent und spielt eine Rolle und schaut euch das an. Es sollte auch helfen zum Reflektieren und Nachdenken über die Situation, vielleicht auch von einer anderen Richtung alles betrachten. Und überlegen, was kann man da besser machen oder auch anders gestalten. Natürlich, diese Tagesbotschaft ist immer auch direkt und indirekt. Das bedeutet, dass es kann sein, dass es geht um dich oder auch um andere Menschen, die sind in deinem Umfeld, dass es vielleicht dich vollständig nicht betrifft, aber du etwas beobachtest. Ja, ich gendere nicht, also liebe Männer, bitte ummünzen. Ich werde heute noch machen ein Video, was ist bei deinen Herzensmenschen los? Das ist die große Lenormand-Legung. Am Wochenende mache ich nur für dich, also die große Lenormand-Legung, was bei dir ist gerade los? Und auch die große Lenormand-Legung zwischen euch beiden, also dich und dein Herzensmensch. Es hat mich sehr gefreut, weil ich habe gestern zwei wunderbare Kommentare bekommen, also Allgemeinkommentare. Einer ist ein bisschen trauriger, der andere ist Dankeschön. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich auch Menschen können resonieren mit dem, was ich sage oder auch wiedererkennen. Und ich freue mich wirklich für jeden Kommentar und jeden Abonnement und jeden Like. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar darüber. Es ist ja nicht nur hilft meinem Kanal, sondern auch ich sehe, was ich tue und ich sehe, dass es auch ankommt. Und dass es auch euch berührt und bringt zum Nachdenken. Und ja, das ist dann ein schönes Gefühl, dass man etwas tut und auch kommt Resonanz zurück. Ja, ich fange einfach an. So, bin gespannt. Beruf haben wir schon und Finanzen. Dann haben wir den soziales Leben. So, jetzt haben wir es. Fertig. Also, was das Berufliche betrifft. Oh. Ich bin ein bisschen zu eilig. Also, was das Berufliche betrifft, dein Herzensmensch, was das Finanzielle oder sein Beruf zu tun oder auch berufliche. Hier könnte es sein, dass es bis Jahresende ist. Wird er möglicherweise muss vertrauliche Informationen sammeln. Hier ist auch eine Prüfung von seinem Charakter oder auch er möchte jemanden prüfen. Und er auch überlegt, wie er das anstellt. Das ist in seinem beruflichen Feld. Vielleicht muss er auch überlegen, wie er mit manchen Kollegen oder auch anderen Angestellten umgeht oder ist es immer die Frage, in welche Position er ist.
Weil hier geht es vertrauliche Mitteilungen oder auch Beratung. Das kann auch sozusagen ein Gespräch sein unter vier Augen. Das ist wahrscheinlich auch jemand, der ist sehr loyal. Oder er muss auch überlegen, wer in den Team passt. Vielleicht gab es in letzter Zeit auch ein bisschen Probleme auch im Team oder unter Kollegen oder unter seinen Angestellten. Und da muss er ein bisschen überlegen und er schaut auf längeren Zeitraum. Es kann auch sein, dass es auch mit jemandem, der künstlerisch veranlagt ist. Aber ich eher deute, dass es auf längeren Zeitraum noch in diesem Jahr. Ja, vielleicht auch muss er auch überlegen, wie er jemand in Anführungsstrich motiviert. Ne, das kann auch sein. Er wird auf jeden Fall auf jemanden zugehen, einen spirituell strebenden Menschen, Mann, und vielleicht auch Gespräch führen. Aber das ist momentan, was in sein Leben betrifft, das ist die berufliche Sicht. Wo ich habe schon oft das schon gesagt, wir momentan haben noch die Venus rückläufig, die ist noch bis zum 3. September. Momentan haben wir wirklich bis zum 18. eine schwierige Phase. Und von dieser Rückläufigkeit, weil die Venus wird jetzt verbrannt, hier ist sehr viel Egoismus und wenig Menschenliebe. Oder auch entgegenkommen, das macht auch natürlich auch eine große Rolle auch im beruflichen Bereich, weil man letztendlich bis zu 8, 12 oder wie auch immer Stunden am Tag verbringt mit jemand anderem. Nicht alle sind Menschen selbstständig und alleine arbeiten, sondern auch viele in Teams. Und das ist ja auch Bindung an den anderen oder Beziehung zwischen zwei Menschen oder auch zwischen einem Team und so weiter. Das ist da mit Sicherheit auch für ihn ist es einiges zum Anschauen, beruflicher Hinsicht oder auch finanziell. Ne? Vor allem, wenn man ist geschäftlich unterwegs, da ist auch viele Sachen wichtig, natürlich. Ja, das ist das, was momentan ihn beschäftigt. Das ist das berufliche, finanzielle und geschäftliche. Was momentan in den sozialen ist. Manche möchte vorbereiten auf eine Reise, vielleicht auch sogar etwas unternehmen. Das könnte sein, sowohl auch unvorbereitet wirklich Verbindung aufnehmen mit jemand, der mit Gerichten zu tun hat. Das kann sein von Anwalt bis zum eine juristische Beratungsstelle. Alles, was mit Brief und Siegel hat zu tun, ne? Also alles, was hat auch juristische Konsequenzen. Aber ich glaube auch, dass das in diesem Fall, weil das ist eine Fischekarte und Fischekarte liegt für die ihr Vergangenheit. Entweder ist es ihr, es geht um Angelegenheit juristischer Art, die nächstes Jahr erst stattfinden, weil ich meine, unsere Gerichte auch nicht arbeiten sofort und nächste Woche ist los. Aber es kann auch sein, dass es geht um Beratung von Vergangenheit. Vielleicht da ist es im sozialen Bereich auch, man auch erinnert an einem Gespräch oder auch aus der Vergangenheit. Hier geht es um die Vorbereitungen für eine Reise. Ich würde auch Vorbereitungen nennen, auch wegen den Unternehmen irgendwas machen. Und man muss irgendwas vorbereiten. Und hier könnte auch sein, dass es in Löwezeit, also dass es wirklich bald kommt. Nee, das ist schon. Doch, Löwe, wir sind schon drin, mittendrin, wir sind schon mittendrin. Bis zum 22., also noch 11, Pi mal Daumen, 22. August. Und hier wird gewarnt wirklich auch vor List und Tücke. Also das anderen Interessen annehmen. Es ist auch, Löwe ist auch für Freundschaften steht. Ne? Also diese Karte steht auch für die Freundschaften.
dass man vielleicht auch muss schauen, wie ich mit dem Freundeskreis umgehe, weil ist mein Freundeskreis, wer mir nur nimmt von mir und nichts gibt, ob da ist auch Ausgleich oder auch, es gibt hier verschiedene Arten von Freundschaften. Es gibt Freundschaften oder auch Bekanntschaften, also allgemein sozialer Feld, wo es funktioniert, wenn man einander haben einen Ziel. Es gibt auch Freundschaften, da wunderbar verstehen zwei Menschen. Es ist ja, es gibt auch ein Thema immer. Zum Beispiel man kennenlernt Menschen und befreundet durch die Arbeit oder das sind noch Kindergartenfreundschaften, ne? Wo man mit denen wächst durch die Schule und Weiterentwicklung oder Studiumfreundschaften oder aus der Nachbarschaft oder Vereinen entstehen. Und es ist immer meistens sind mit auch gewissen Zusammentun, also das ist die Freundschaften dann zusammentreffen, weil die Interesse haben an Sport oder weil die etwas zusammen gerne unternehmen oder auch gerne feiern gehen. Und je mehr man natürlich verbringt mit den Menschen Zeit, so intensiviert sie diese Verbindung. Und es gibt ja natürlich auch Verbindungen, wo es geht, Freundschaften und so lange, bis man beide Seiten einen Ziel erreicht. Also gefallen. Ich würde nicht sagen, Freundschaften eher, ja, es ist das so, Verbindungen. Ich helfe dir, du hilfst mir, eine Hand wäscht die andere. Na, das ist eher Bekanntschaften. Und hier geht es wirklich, vielleicht auch in den Freundschaften, tust du mir Gefallen und tue ich dir Gefallen? Ist das Geben, Nehmen in richtige Richtung? Oder geht es hier darum, dass ich tue dir Gefallen, aber es kommt nichts? Aber ist es auf jeden Fall hier allgemein in diesem Bereich, sollte man schauen, dass man in dieser Situation wird wirklich empfohlen, des anderen Interessen zu mitnehmen, also nicht egoistisch sein, weil sonst wird alles nach hinten losgehen. Das klingt nicht gut. Ich kann auch nicht sagen, was es geht. Aber da war irgendwas Juristisches. Wahrscheinlich war oder wird. Was ist genau damit gemeint? Das weiß ich nicht. Das musst du überhaupt schauen, ob es in deinem Leben passt. Wenn du hast nichts Juristisches zu tun, dann mach dir auch keinen Stress oder auch juristische Beratungen. Oder etwas mit Brief und Siegel, wo es es zum Nachdenken bringt, da macht ihr keinen Stress. So, wir gehen weiter. Hier hofft man in der Liebe, also auf jeden Fall, das ist leider keine guten Karten, tut mir leid. Man erhofft durch eine Frau, durch ihre Liebe, durch ihre Zuneigung bekommt man Unterstützung. Das ist die Hoffnungen oder auch ein Gespräch. Das könnte auch Jungfrau sein oder in Jungfrauzeit. Das ist, es geht um eine Frau, die möglicherweise ist, also die ist, was das Beziehungsleben betrifft, es ist meistens braucht sie Unterstützung. Sie hat einen unglücklichen Griff ins Klo. Aber das ist ein wirklich toller Mensch und sehr, sehr herzliche Frau und liebevolle Frau. Hier geht es darum, dass man macht darüber Gedanken und es sieht nicht so gut aus, die Situation, was dich selbst betrifft oder auch in deiner Umgebung. Man hofft auf die Veränderungen, leider wird es aber kommen schlechte Nachrichten. Ja. Es sieht so aus, dass es kommen schlechte Nachrichten und möglicherweise entweder von Wassermann oder auch in sehr späten Zeitpunkt. Ich würde eher sagen, dass es kommt eher von Wassermann. Oder es geht um die Veränderungen, dass es nicht gelingt und man bekommt vielleicht eine Absage, wo jemandem das selber leid tut, das abzusagen oder
Grenzen setzen und dir selber auch. Also das ist nicht so, dass dir Menschen so sagen, ach, mir ist es egal, was du damit machst, sondern diese Menschen auch wahrscheinlich auch Bedauern oder auch Reue empfindet. Es ist eher Verzweiflung, dass es auch nicht stattfindet oder auch Kummer und Sorgen. Das kann auch sein, dass es auch im beruflichen Feld ist. Aber das ist eigentlich, geht es hier wirklich um die Liebe. Dass vielleicht hast du etwas erhofft, dass es eine Freundin dir unterstützt oder jemand dir irgendwelche Art und Weise hilft, aber das wird nicht so funktionieren, weil diese Person wird dir etwas mitteilen, was dich zwar kränkt, aber sie auch leid tut, dir das zu sagen. Vielleicht ist das auch unter Freundschaften, dass die Freundin sagt, hey du bist vernarrt in diesen Typen und du siehst das nicht, dass es von ihm nichts kommt. Vielleicht solltest du ganz einfach überlegen, nochmals deinen Geschmack oder auch, warum rennst du, hast du immer Männer, die irgendwie nichts von dir wollen? Hast du mal überlegt über dich, was es dein Verhalten ist oder Bindungsfähigkeit ist oder etwas, was ihr auch selber wehtut und auch was dir auch tut weh. Und manchmal sollte es jeder schon auch gesagt haben können, das ist nicht schön, aber manchmal tut es von auch Außenstehenden weh, wenn jemand leidet. Wenn es ist eine gute Freundin leidet und vielleicht sogar immer wieder in die Art Probleme kommt, dann manchmal auch muss man auch harteren Wort sagen, weil das ist eine gute Freundschaft. Und in einer Freundschaft sollte auch unschöne Sachen ansprechen. Aber trotzdem, man empfindet auch gewissen Leid oder auch Verletzung, dass es man muss jemand den Kopf waschen sozusagen. So, was das für ein Schicksalhafte betrifft, hier geht es um Neubeginn. Du überlegst irgendwas Neues zu machen, vielleicht auch überlegst über Fruchtbarkeit. Kann auch sein, dass es Fruchtbarkeit, was sehe ich, was bekomme ich zurück, also wie ich investiere das Geld und was ich daraus ziehe. Und hier nicht gleich denken, ach, investieren in Aktien, in Unternehmen oder sowas in die Art. Wir investieren auch schon, also jetzt total krass und als Beispiel, wir investieren durch unsere Lebensmittel auch in unsere Gesundheit. Wir investieren, indem wir gehen spazieren, auch in unsere Gesundheit. Wir investieren in unseren Hobbys, dass wir dann auch entspannen und auch stressfreier sind. Wir investieren unsere Zeit in den Dingen, die uns interessiert und etwas daraus ziehen. Bitte dieses Wort investieren, wenn ich benutze, bitte nicht sofort verstehen, hier mit Unternehmen und so weiter. Hier geht es um etwas, wo man auch überlegt, wie ich fruchtbar das verwende. Was sehe ich? Also was sehe ich in dem Feld aus? Welche Samen? Und ob das ist mit Mitmenschen, aber auch für mich selber. Das kennt ihr ja natürlich auch wahrscheinlich. Ihr habt einen anstrengende Zeit und ihr wollt hier was Gutes tun und dann gönnt ihr euch, was weiß ich, einen wunderbaren für Badesalz, ne? Und dann verbringt ihr Zeit in der Badewanne und entspannt euch und fühlt euch danach noch super wohl. Und das ist auch die Investition, ich investiere in mein Wohlbefinden, ne? Oder in meine Entspannung. Ne? Und ja, das ist ein bisschen schwierig, wie ich das erkläre, aber wir investieren ständig etwas in unser Leben. Also wir haben unser Leben ist ja voll von Konsequenzen. Wenn wir wenig bewegen, dann haben wir irgendwann Probleme körperlicher Natur. Wenn wir zu viel bewegen, dann geht es auch so, hat man dann auch manchmal Probleme. Ne? Natürlich auch andere Dinge, wie wir mit dem Stress umgehen, wie viel wir auf uns selber achten. Also auch Investitionen natürlich in sich selbst. Ne? So, hier geht es um Geld. Hier geht es um
eigenverdientes Geld und es möglicherweise sein Geschäftsmann ist. Und du machst dir die Gedanken diesbezüglich und vielleicht auch, wie fruchtbar das ist oder wie viel dir du erhältst oder auch du machst darüber Gedanken. Du wirst aber auch darüber auch wahrscheinlich auch mit zwei Menschen sprechen. Also ich sehe in diesem Schicksalsweg keinen, also Schicksalskarten, keine schlechte Karten. Du wirst beschäftigen dich oder auch du überlegst auch, ist es eigentlich Auszahlung an dich, ne? Diese Karte als Geldkarte, ne? Ja, und du wahrscheinlich wirst mit ein paar Menschen darüber reden oder auch unterhalten oder auch austauschen. Allgemein, ne? So, das ist die Kartenlegung Tagesbotschaft für heute. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich für einen Like, Abonnement oder Kommentar. Also wenn ihr irgendwo euch irgendwie erkennt, bitte teilt ihr mir auch mit. Ihr könnt auch eure Situation mir beschreiben. Zum Beispiel, gestern war das, jemand hat geschrieben, ja, ich kenne auch so übelwollende Frau, es ist wirklich schrecklich ist. Ihr könnt auch da mitteilen einiges. Also ich lese alles. Ich mache dann sozusagen Herzchen, das ich gelesen habe. Vielleicht auch ein paar Worte schreibe als Kommentar. Aber ihr könnt wirklich mir mitteilen, wie ihr diese Kartenlegung empfindet oder auch Anregungen geben. Also ich bin da offen und ja, ich habe auch E-Mail-Adresse und natürlich auch WhatsApp. Ihr könnt mir auch etwas privat mitteilen, wenn ihr verspürt den Bedürfnis, ganz einfach von der Seele zu schreiben. Ne? Also ich lese das natürlich. Ne? Ich kenne das selber, weil manchmal ist, ich habe schon in einem Video erzählt, meine Mutter war unterwegs im Zug und das war eine Reise von mehreren Stunden, 2, 3 Stunden glaube ich. Und da hat sie mit einer Frau unterhalten und diese Frau dann hat zugehört, sie hat zugehört. Sie ist ausgestiegen, die Frau ist dann ausgestiegen in unterschiedliche Stationen. Die haben nie wieder begegnet in ihrem Leben. Aber für beide hat es gut getan, weil die könnten auskotzen. Wirklich auskotzen und erzählen, gerade die Sorgen, die man kann nicht der Familie mitteilen, den Angehörigen, den Geschwistern oder auch Verwandten oder auch mit jemand anderem. Und manchmal solche Gespräche sind sehr, sehr fruchtbar. Und die bringen auch viel weiter, weil man jemand ein Päckchen lässt, aber man weiß, dieses Mensch zwar Gedanken macht, aber es ist nicht so trifft wie Verwandte oder auch Familienangehörige, ne? Auch das ist Kinder oder Partner oder auch Kollegen, ne? Man muss keine Sorgen machen, dass es könnte irgendwie verwendet gegen einen oder sowas in der Art, weil man trifft nie wieder mit diesen Menschen. Und das ist manchmal wirklich auch sehr, sehr fruchtbare Gespräche. Also ich empfehle das, wenn es machbar ist. So, ich wünsche euch wunderschöne Wochenende. Genießt es. Gleich, so in 5 Minuten mache ich den weiteren Video. Und das ist mit Lenormand, Karten. Was ist los bei deinem Herzensmenschen? Bin auch sehr gespannt. Ich wünsche euch ja wunderschöne Wochenende. Bis bald.